Servus liebe Haching-Fans, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Haching TV. Ich stehe hier oben in der Geschäftsstelle und das ist unser Trophäenschrank und am Samstag nach dem Spiel gegen Bayreuth, ja da kommt da eine Schale dazu, nämlich die Meisterschale der Regionalliga Bayern. Die gesellt sich dann zu den anderen Prunkstücken hier, wie zum Beispiel dem Toto-Pokal von 2008. Und hier oben natürlich der DFB-Hallenpokal, den wir hier ja auch mal gewonnen haben. Also wir sind Meister in der Regionalliga Bayern, das steht fest. Dementsprechend, wir spielen Relegation und deswegen geht es natürlich heute in der Folge hauptsächlich um unseren Relegationsgegner. Der steht mittlerweile auch fest. Das ist Elversberg geworden und wir sammeln heute hier mal ein paar Stimmen aus der Mannschaft, natürlich auch von unserem Coach und schauen mal, wie die Stimmung ist vor den Relegationsspielen. Wir haben uns jetzt trotz des Wetters mal nach draußen gewagt. Es schifft wie die Sau hier im Altenbauer Sportpark, aber Seppi Welzmüller hat trotzdem kurz Zeit für uns vor dem Training. Grüße dich. Servus zusammen, hallo. Natürlich müssen wir wissen, was sagt der Captain zu unserem Relegationsgegner. Elversberg ist es geworden. Weißt du irgendwas über diese Mannschaft? Ja, also ein Ex-Mitspieler, der Florian Bichler natürlich und Stefan Reisinger, der dort jetzt Co-Trainer ist und auch bei uns gearbeitet hat. Und auch von meinem Bruder zwei Ex-Mitspieler, Leandro Krech und Maxi Osterhellweg, die kenne ich vom Zuschauen. Und ja, ich glaube, Elversberg ist an sich ganz überschaubar. Man kennt, glaube ich, viele Spieler, viele Ex-Profis dabei. Und vielleicht ein kleiner Vorteil gegenüber Mannheim einfach, dass die Fanszene ein bisschen überschaubarer ist und uns da sozusagen nichts Ungewisses erwartet. Ja, das wollte ich sowieso fragen. Denkst du, es ist ein Vorteil für euch, dass ihr da jetzt nicht auswärts vor 15.000, 20.000 gegnerischen Fans spielen müsst, auch dass dann hier beim Rückspiel da drüben auf der Gästetribüne keine 5.000 Mann-Wand steht, sondern ein kleineres Grüppchen vielleicht? Ja, ich glaube, es ist prinzipiell für jeden Fußballer cool, vor so vielen Leuten wie möglich zu spielen, aber ja, das ist, sage ich mal, überschaubarer für uns und das ist vielleicht für das eine oder für die beiden Spiele dann, könnte es ein kleiner Vorteil sein, weil wir einfach das gewohnt sind, dass da jetzt nicht eben 5.000 spielen, sondern halt einfach so, wie es beim DFB-Pokal mal war oder wie es dann auch bei guten Spielen hier in der Liga ist, dass man es halt einfach mehr gewohnt ist. Nochmal auf Florian Bichler zurückzukommen, der, ja, glaube ich, den ärgert es selbst am allermeisten, dass es gegen Unterhaching geht. Ich glaube, der hängt schon noch ein bisschen mit dem Herzen hier auch an dieser Mannschaft. Was habt ihr gesprochen im Vorfeld? Also habt ihr schon Kontakt gehabt wahrscheinlich, oder? Nee, ich habe jetzt mit ihm persönlich noch nicht gesprochen, aber so immer mal wieder ein bisschen, wenn ich ihn gesehen habe oder mal kurz geschrieben. Aber der Flo ist, glaube ich, ein absoluter Herzensmensch, der sich hier super wohl gefühlt hat. Und ich habe nur gelesen, dass er auch gesagt hat, dass er eigentlich lieber gegen Meppen gespielt hätte, damit dann eben Elversberg und Unterhaching im besten Fall für ihn aufsteigen können. Das, glaube ich, zeigt einfach, wie gerne auch den Verein hier mag. Und trotzdem kann er natürlich keine Rücksicht auf uns nehmen. Das wollen wir auch nicht. Aber ich glaube, er ist hier ein absoluter Fanliebling gewesen. Und soweit ich mich erinnern kann, ein super Fußballer, aber auch für die Mannschaft damals schon extrem wichtig. Weil einfach auch neben Platz immer für gute Stimmung gesorgt hat und einfach ein super wichtiger Charakter für die Mannschaft war. Kriegt dann wahrscheinlich auch seinen Empfang hier von den Haching-Fans, nehme ich mal an, wenn er hier herkommt. Was erwartest du dir denn oder was erhoffst du dir denn von unseren Fans? Hoffen wir mal, dass es nicht so ein Wetter ist wie heute dann beim Relegationsheimspiel, dass die Bude auch voll ist. 2000 Karten sind schon verkauft, also schaut ganz gut aus. Was erhoffst du dir? Ja, ich hoffe mir jetzt keine konkreten Zahlen, aber ich hoffe einfach, dass es eine super Stimmung ist. Ich glaube, wir kennen es vom Pokal, dass wenn man als Verteidiger einen Ball erobert, dass da das Stadion schon irgendwie tobt und dir ein gutes Gefühl gibt und das beflügelt natürlich. Und ich würde mir wünschen, dass das in dem Spiel auch so ist, weil es bedeutet uns einfach unglaublich viel. Und ich kann nur appellieren, dass bitte so viel wie möglich von den Fans kommt, bitte kommt und unterstützt uns, weil man weiß es wirklich auf dem Spielfeld zu schätzen und es bringt unglaublich viel. Kommt alle, nehmt noch jeder 10 Leute mit und dann machen wir hier die Bude voll und das, ich freue mich jetzt schon. Ich freue mich riesig, du auch, oder? Ja, ich auch. Ich kann es nicht erwarten. Ich hoffe, ich kann natürlich spielen. Steht noch ein bisschen Fragezeichen davor, dahinter, aber ja, egal. Unabhängig von meiner Personalie freue ich mich total und ich hoffe, wir können da mit einem positiven Ergebnis rausgehen. Natürlich wollen wir jetzt auch noch wissen, was sagt der Coach zu unserem Relegationsgegner. Klaus Schromm, grüße dich. Hallo, servus. Elversberg ist es geworden. Besser als Mannheim, schlechter als Mannheim oder vollkommen wurscht? Nee, nicht vollkommen wurscht. Ich glaube, dass es ein brutales Los ist. Haching gegen Elversberg, wenn man alle Mitkonkurrenten einfach mal in den Topf schmeißen würde. Aber dem ist so, ich glaube, dass beide Mannschaften, Elversberg und wir, beide nicht glücklich sind über das Los. Sich jeder wahrscheinlich ein bisschen Leichteres gewünscht hätte, nicht nur wir, sondern auch Elversberg, glaube ich, geht es genauso nach Rücksprache. Ich habe einen Roland Seitz getroffen am Wochenende. Der sieht es ähnlich wie wir. Ja, wenn du jetzt schon sagst, Elversberg, schweres Los, was weißt du über den Gegner? Ja, wir wissen schon relativ viel. Es sind ja noch ein oder zwei bekannte Ex-Hachinger vor Ort und einen Ex-Elversberger haben wir vor Ort mit Max Nikubo, weil der Max gar nicht mehr so viele Spieler kennt. Nur noch zwei, drei. Ich habe die Mannschaft schon zweimal live gesehen. Wir im Trainerteam arbeiten alle intensiv an den Videoanalysen und ich glaube, dass wir jetzt schon ein sehr klares Bild haben.
Das heißt, die gezielte Vorbereitung auf den Gegner hat direkt begonnen, als er feststand, oder? Ja, eigentlich schon im Vorfeld. Wir haben ja Mannheim auch schon angeschaut, weil wir nicht genau wussten, wann es sich dann auch entscheidet, wann Saarbrücken dann, rein rechnerisch nicht mehr eingreifen kann. Hätte auch sein können, dass sich es bis zum Ende der Saison hinzieht und vielleicht sogar Saarbrücken auch noch reingekommen wäre in die, in den Lostopf. Jetzt wissen wir es, Elversberg, und ja, wir sind da schon länger dran. Wie ist es denn von den Fans her? Weil Waldhof Mannheim hat natürlich eine viel größere Fanbasis als Elversberg. Denkst du, das ist ein Vorteil, dass da hinten dann auf der Gästetribüne nicht eine 5000-Mann-Wand steht, sondern eher ein kleineres Grüppchen, oder auch beim Auswärtsspiel dann, dass man nicht vor 15.000, 20.000 frenetischen Gäste oder Gegnerfans spielen muss? Ich glaube, dass es fast egal ist. Auf der einen Seite, wenn der Gegner mal richtig viel mitgebracht hat, so wie Dynamo Dresden mal. Ich glaube, die sind auch mit einem 3-0 heimgefahren und wurden besiegt. Also dahingehend, glaube ich, reagiert die Mannschaft gut oder hat die Mannschaft damals gut reagiert. Die aktuelle Mannschaft hat in Drucksituationen, wo die Zuschauer da waren, in den Pokalspielen immer super reagiert drauf. Wir haben unsere Leistung auf den Platz gebracht und, glaube ich, das heißt es auch am Ende des Tages. Wir hoffen natürlich, um die Frage auch zu beantworten, glaube ich schon, dass Mannheim da eine andere Power gehabt hätte oder definitiv hat. Hat man auch schon mitbekommen jetzt in den Spielen, die wir beobachtet haben. Und Elversberg einfach, sage ich mal, ja gut, die machen zu Hause einen Deckel drauf gegen Pirmasens und sind 1459 Zuschauer da. Das ist natürlich ein bisschen enttäuschend in meinen Augen, aber das hat, ja, ist ja nicht unser Bier. Wir müssen einfach schauen, und das ist zwingend, auch Aufruf an alle Fans, an alle Haching-TV-Fans, an alle NLZ-Eltern, an alle, die irgendwie Haching, ja, irgendwie leben, in irgendeiner Ader, in irgendeiner Blutbahn spüren. Wir brauchen euch dringend, zwingend beim Hinspiel, aber auch beim Rückspiel. Wir wollen einfach den Altenbauer Sportpark wieder so brodeln lassen und brennen lassen, wie es jetzt in den Pokalspielen war. Das hat der Mannschaft richtig gut getan und war natürlich auch ein Riesenhighlight. So, liebe Haching-Fans, jetzt haben wir hier was ganz Besonderes vor. Und zwar haben wir natürlich jetzt erstmal mit unserem Trainer und mit unserem Kapitän gesprochen, was sie zum Relegationsgegner sagen. Aber jetzt haben wir hier die Möglichkeit, auch mit einem Spieler, hoffentlich, wenn er ans Telefon geht, von unserem Relegationsgegner zu sprechen. Denn Florian Bichler, der war ja früher in Unterhaching hier unter Vertrag und jetzt spielt er in Elversberg. Und deswegen würde ich sagen, probieren wir es jetzt einfach mal beim Florian Bichler, ob der vielleicht spontan bereit ist, uns die ein oder andere Frage zu den Relegationsspielen zu beantworten. Schauen wir mal, ob da was geht. Läutet auf jeden Fall schon mal an. Schauen wir mal, ob er rangeht. Hallo, hier ist die Mobilbox von... Leider nicht. Ich bin gerade nicht erreichbar. Wer will, kann mir gerne eine Nachricht hinterlassen. Nee, das machen wir jetzt nicht. Nachricht hinterlassen wir keine. Also Florian Bichler leider nicht erreichbar. Aber wir haben noch einen Trumpf im Ärmel, denn es ist ja nicht der Einzige, der bei den Elversbergern am Start ist und früher in Unterhaching war, sondern auch der Co-Trainer der Elversberger war früher hier in Unterhaching, sogar bis vor kurzem. Und der heißt Stefan Reisinger. Und bei dem probieren wir es jetzt auch. Vielleicht geht er der hin. Schauen wir mal. Reisinger? Grüß dich Stefan, hier ist der Martin Piller von Haching TV, habe die Ehre. Servus, grüß dich. Grüß dich, du, sorry für den spontanen Überfall, aber du weißt sicherlich, das Relegationsspiel steht bevor zwischen Unterhaching und Elversberg, und wen sollen wir da anders anrufen, außer natürlich dich mit deiner Hachinger Vergangenheit. Ich hoffe, das ist okay für dich, wenn wir dich kurz stören. Ja, ist kein Problem, hast du ein, zwei Fragen, oder? Ja, ich hätte auch die ein oder andere Frage, genau. Und zwar würde mich natürlich erstmal interessieren, ob das jetzt für dich was Besonderes ist, dass es jetzt ausgerechnet gegen Unterhaching geht, weil es hätte ja auch Karl Zeiss Jena werden können oder sowas. Ja, sicherlich ist das natürlich jetzt wieder im Fußball, kann man das nicht immer alle planen. Das ist natürlich schon ein extremer Zufall, dass jetzt ausgerechnet durch meine Tätigkeit in Elversberg und dass man dann ausgerechnet auch gegen Haching ausgelost wurden und aber natürlich freue ich mich, wenn man natürlich den einen oder anderen dort kennt und weil man natürlich die Gegebenheiten dort auch kennt. Wenn man dort natürlich schon eine Zeit lang tätig war. Hast du noch Kontakt zum einen oder anderen und hat es dann vielleicht auch jetzt im Vorfeld, also direkt nach der Auslosung, die ein oder andere SMS oder einen Anruf gegeben hier nach Unterhaching oder aus Unterhaching in deine Richtung? Ja, also ich denke, das ist normal, wenn man den einen oder anderen Spieler oder Trainer noch kennt, dass man dann, SMS-Kontakt hat oder kurz telefoniert.
Es ist ja leider so, dass, sage ich mal, dass der Meister in der jeweiligen Liga leider nicht direkt aufsteigt, sondern halt immer noch die Aufstiegsspiele machen muss. Und ja, das ist eigentlich schade, weil ich denke, auch beide Mannschaften das verdient hätten, aber das ist nun mal so. Also wäre es dir natürlich auch lieber gewesen, wenn es ein anderer Gegner gewesen wäre wahrscheinlich, oder? Dann hätten beide die Möglichkeit aufzusteigen. So wird es nur einer. Natürlich kenne ich halt natürlich auch, sage ich mal, die Mannschaft und ich weiß natürlich, was die für Qualität haben, dass die natürlich richtig, richtig stark sind und das ist natürlich für uns auch eine sehr schwierige Aufgabe, ist ja ganz klar. Jetzt hast du gesagt, du hast noch Kontakt zum einen oder anderen. Glaubst du, dass da rund um die Spiele irgendwie die Möglichkeit ist, dass man mal vielleicht zusammen zum Essen geht oder sowas? Oder gibt es da wirklich nur volle Konzentration auf die eigene Sache? Ich denke, dass das schwierig sein wird, dass man, sag ich mal, vom zeitlichen Ablauf her, weil wir natürlich einen Tag vorher auch erst anreisen werden und Haching in Elversberg wahrscheinlich auch und dann ist es natürlich schwierig, dass man da wahrscheinlich die Zeit findet, irgendwie noch essen zu gehen vielleicht einen kurzen Smalltalk kann man vielleicht schon, aber jeder ist, denke ich, fokussiert auf seine Aufgabe und konzentriert sich halt, dass er da für seine Mannschaft das Beste rausholt. Sowieso. Und faire Sportsmänner, wie wir natürlich auch sind, wünschen wir dir, deiner Mannschaft nur das Allerbeste. Wir hoffen trotzdem, dass für uns vielleicht noch ein bisschen besser ausfällt, aber das ist ja auch klar, ne? Ja, das ist verständlich. Jeder will natürlich aufsteigen. Zweite Saison sehe ich natürlich Haching schon in einer sehr guten Ausgangsposition, weil ich natürlich auch weiß, dass wir eine sehr gute Mannschaft haben, aber wir versuchen trotzdem, dass wir so gut wie möglich dagegenhalten und schauen mal, was am Ende dabei rauskommt. Genauso machen wir es. Dann vielen Dank, Stefan, dass du so spontan kurz uns zur Verfügung standest. Und wie gesagt, alles Gute für dich und deine Mannschaft. Danke dir. Bis dann. Mach's gut. Ciao. Du auch. Ciao, ciao. So, Stefan Reisinger, ganz spontan hier bei uns am Telefon. Hat geklappt, so wie wir uns das vorgestellt haben. Also wir sehen, Stefan Reisinger ist auch spontan mal für sowas zu haben. Das war die aktuelle Folge Haching TV, liebe Haching-Fans. Ja, und jetzt habe ich noch was in eigener Sache zu verkünden sozusagen. Schweren Herzens muss ich leider sagen, dass dieser Platz hier, an dem ich mich alle zwei Wochen befunden habe als Stadionsprecher, nächste Saison nicht mehr mein Platz sein wird. Und auch hier vor der Kamera bei Haching TV haut es leider nicht mehr hin, weil mich zieht es aus beruflichen Gründen weiter. Ich muss einfach einen Schritt weitergehen für mich persönlich. Es tut mir wirklich im Herzen weh, weil es hat mir riesen Spaß hier immer gemacht, Stadionsprecher zu machen und auch für euch dann Haching TV zu moderieren. Ich habe immer super Feedback von euch bekommen, auch im Stadion oder dann beim Training oder so, wenn man sich sonst irgendwo getroffen hat. Es war mega cool immer und fällt mir nicht leicht, das zu machen, aber ich muss es einfach machen, weil ich muss auch in meinem Leben schauen, dass ich irgendwie weiterkomme. Deswegen, die Saison mache ich natürlich noch zu Ende, auch beim Relegationsspiel werde ich nochmal hier stehen und dann den Stab weitergeben an den Stadionsprecher für die nächsten Jahre. Und Haching TV geht natürlich auch weiter, nur halt ohne mich. Ich würde mich freuen, wenn ihr meinen Nachfolgern genauso viel Freude und gute Gedanken und überhaupt entgegenbringt, wie es bei mir gemacht habt. Und mehr kann ich eigentlich dazu auch gar nicht sagen. Es würde mich freuen, wenn wir uns sehen bei den Relegationsspielen und dann auch irgendwann mit Sicherheit wieder hier im Stadion, weil ich werde auf jeden Fall wieder hier auch vorbeikommen. War eine super Zeit. Vielen Dank, liebe Haching-Fans, heute fürs Zuschauen und wir sehen uns auf jeden Fall noch bis zum Saisonende, entweder hier im Stadion oder bei Haching TV. Macht es gut.